bin Sebastian Stunitzki, Musiker aus Berlin. Ich habe viele Freunde in Odessa und wir haben seit Jahren haben wir vor, hier eine Kooperation zu starten. Und das ging erst wegen Covid nicht und jetzt natürlich nicht wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Aber wir machen das trotzdem. Wir haben jetzt hier 2 Tage aufgenommen mit dem Orchester in der Philharmonie in Odessa und es war fantastisch. Und es ist natürlich ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es ist wunderbar. Unglaublich schöne Stadt. Tolle Menschen. War total faszinierend, inspirierend hier. Und meine Freunde in Deutschland sind natürlich alle ausgeflippt, alle so nach dem Motto, hey, bist du wahnsinnig, es muss doch total gefährlich sein. Nee, es ist nicht gefährlich. Die Statistik sagt, dass es nicht gefährlich ist hier. Die Raketen kommen hier in der Regel nicht durch. Die Wahrscheinlichkeit, in Berlin vom Auto überfahren zu werden, ist höchstwahrscheinlich größer als in Odessa von einer Rakete getroffen zu werden. Aber das Gefährliche an der Geschichte ist natürlich, dass man in Deutschland anfängt, den Krieg zu vergessen und die Ukraine zu unterstützen. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn Putin diesen Krieg nicht verliert, dann ist es richtig gefährlich. Und ich bin total froh, hier zu sein. Ich bin total glücklich und es ist wahnsinnig inspirierend zu sehen, wie die Menschen hier leben, was sie machen, was für eine Energie die haben und ja, was für ein Durchhaltewillen die haben. Es ist völlig klar, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren wird. Da ist hier einfach jeder von ganzem Herzen sicher. Das ist ein wahnsinnig eigenständiges, wahnsinnig starkes, wahnsinnig inspirierendes Land und es ist eine unglaubliche Erfahrung, hier zu sein.